Zürich konkret wird Ihnen präsentiert von Domoreisen. domoreisen.ch. Zürich konkret auf Zürich Plus. Ich begrüße Sie zu einer neuen Sendung. Zürich braucht mehr günstige Wohnungen, da ist man sich einig. Aber daran, wie sich das Problem mit oder ohne staatlichem Zwang lösen lässt, scheidet sich die Meinung. Führt die Mietzinsvorlage tatsächlich zu günstigerem Wohnraum oder macht es ein staatliches Mietzinsdiktat den Markt kaputt und lässt in der Folge Mietzinsen noch mehr steigen? Das ist das Thema die Woche im Hinblick auf die kantonale Abstimmung vom 28. September über die Änderung des Planungs- und Baugesetzes. Pro und Contra diskutiere ich mit meinen Gästen. Carmen Walker-Späh, FDP-Kantonsrätin und Baujuristin aus Zürich. Sie sagt Nein zu dieser Vorlage, weil jede Verschärfung der Regeln eine Verteuerung auslöst. Ganz anderer Meinung ist Philipp Kutter, CVP-Kantonsrat und Stadtpräsident von Wädenswil. Er sagt Ja, weil eine Gemeinde, die keine Wohnungen für Handwerker mehr hat, ihr Gewerbe verliert. Grüezi miteinander. Grüezi. Frau Walker-Späh, automatisch scheint es dort, wo gebaut wird, keinen günstigen Wohnraum zu geben. Also braucht es gleich irgendwelche gesetzlichen Rahmenbedingungen? Also ich denke, allein schon die Schlussfolgerung stimmt jetzt für mich nicht. Wenn man jetzt sieht, die Stadt Zürich zum Beispiel, die sich ja auch das Programm gegeben hat, 10'000 Wohnungen in 10 Jahren, hat ja aufgezeigt, dass man eine enorme Bautätigkeit im Wohnungsbereich hat. Das zeigen auch die vielen Kräne, die heute in der Stadt stehen. Es werden sehr viele Wohnungen gebaut. Es ist richtig, dass die Wohnungen auch zum Teil teurer sind als die anderen Wohnungen, aber alle Wohnungen, die neu gebaut werden, sind am Anfang teurer. Also das ist auch ein Prozess, der stattfindet, wo in dem Sinn ein normaler Prozess ist. Die Stadt Zürich ist erfolgreich im Zusammenhang mit Genossenschaften, sehr viele Genossenschaften, grosse Siedlungen, die günstigen Wohnraum zur Verfügung stellen. Das ist ein absolutes Erfolgsmodell. Die Wirtschaft, die Wohnungen baut, auch durch Privateigentum, Genossenschaften, die einen günstigen Wohnraum zur Verfügung stellen. Soll man so weiterführen und man soll sicher nicht jetzt in das diffizile Gefüge eingreifen und irgendwie einen neuen Mechanismus erfinden, der das nachher völlig wieder kaputt macht. Ein absolutes Erfolgsmodell und euch lange das nicht? Ja, die Tatsache ist einfach dort, wo neu gebaut wird, natürlich sind die Wohnungen, die neu sind, teurer. Aber man muss auch anschauen, was für Wohnungen gebaut werden. Es ist ja nicht nur, dort ist ein wichtiger Punkt. Wenn natürlich die neuen Wohnungen, die gebaut werden, alle 180 bis 200 Quadratmeter gross sind, oder ganz grosszügig ausgelegte, wirklich für ein höchstes Segment gebaut werden, dann werden die, auch wenn sie ein bisschen älter sind, werden die nie so günstig werden, dass sich auch eine Familie mit durchschnittlichem Einkommen die kann leisten. Und dort ist eigentlich meine Sorge. Ich habe Angst oder fürchten eine gewisse Entmischung in der Bevölkerung, etwas, was die Schweiz immer stark gemacht hat, dass man keine Ghettos gehabt hat, weder für Reiche noch für Arme, sondern dass eigentlich immer eine gute Durchmischung war in unserem Land. Da sehe ich Anzeichen, dass das nicht mehr überall funktioniert. Nicht im ganzen Kanton ist es so, aber es gibt Regionen, wo nicht nur Menschen mit knappem Budget, sondern auch Leute mit Durchschnittslohn Mühe haben, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Vor allem, wenn sie dann noch Familie ernähren müssen. Und die wandern dann ab. Und als Gemeindepräsident muss ich sagen, ich will eine gute Durchmischung und setze mich darunter für das ein. Sind das dann die Szenarien, die Sie hier aufzeigen? Sind das etwas, was Sie jetzt bereits im Alltag zu spüren bekommen? Man muss sagen, nicht alle Gemeindepräsidenten sind da gleicher Meinung. Es gibt auch ein paar, die finden, nein, wir wollen das nicht. Sie setzen sich jetzt dafür ein, weil Wädenswil bereits in diese Richtung ein Problem hat. Ja, ich denke, es gibt gerade im Zürichseebecken haben wir an verschiedenen Orten die Situation, wenn es am weitesten vorgeschritten ist, es außerhalb vom Kanton, in Wollerau. Dort ist wirklich die Lage so, dass die Jungen keinen Platz mehr finden, wenn sie dort bleiben wollen. Ist es praktisch unmöglich, außer sie haben selber noch Land. Aber es ist klar, dass in anderen Regionen des Kantons ist es nicht so und darum ist wahrscheinlich auch der Bedarf je nach Gemeinde unterschiedlich. Und die Regelung, die wir hier einführen würden, die lässt ja genau der Gemeinde frei, ob sie etwas machen will oder ob sie nichts machen will. Und wir stärken damit auch den Handlungsspielraum der Gemeinde. Es braucht einen demokratischen Entscheid an einer Gemeindeversammlung oder in einem Gemeindeparlament, damit man sagen kann, okay, in diesem Gebiet kann man jetzt höher bauen
aber ein Teil der neuen Wohnungen soll bitte in einem günstigen Segment sein. Ich finde, es ist tipptopp, es gibt einen Vorteil für alle Seiten, für den Investor, der kann mehr bauen, für die Gemeinde, es gibt einen Anteil auch günstige Wohnungen und es wird auch eine Entwicklung so ermöglicht. Also auf die Investition kommen wir noch, Frau Walkerspä, aber die Gemeinde, also es ist ja nicht so, dass bis dato die Gemeinde gar nichts zu sagen hat, also gerade was die Ausnutzung und die Höhe der Geschosse, also die Gemeinde kann ja heute schon ein Stück weit mitreden, oder täuschen wir uns da? Nein, man hat heute schon Instrumente über die Raumplanung, wo man sicher kann schauen kann, was hat man für Wohnungen zur Verfügung stellen. Auch übrigens Gewerbezonen, die ich auch als wichtig anschaue. Wir haben heute auch ein kantonales Wohnbauförderungsgesetz, das ja zinslose Darlehen ermöglicht. Die Gemeinden können auch selber Bauland zur Verfügung stellen. Sie können auch Genossenschaften unterstützen, wenn sie wollen. Das ist eigentlich zusammen mit einem Mietrecht, wo in dem Sinne ja funktioniert, ein sehr grosser Garant, dass es eben der Mix gibt. Und Philipp Kutter hat gesagt, eben wenn dann das zusätzliche Geschoss kommt. Man muss sich das vorstellen, das sind 3 Geschoss. Die sind da und dann kommt eben die Gemeinde und sagt, da dürfen wir jetzt ein Geschoss mehr machen. Aber das Geschoss, das muss jetzt quasi staatlich vergünstigt sein. Und gleichzeitig sagt er will dann damit für eine Durchmischung sorgen. Und ich sage, das ist nicht mehr Durchmischung, wir machen das Problem damit, oder? Wir fördern wie eine Zweiklassengesellschaft. Da unten sind dann die in den 3 Geschossen, wo die normalen Mietzins zahlen und oben dran sind die den anderen Mietzins zahlen. Und wir müssten vielleicht auch darüber reden, um was es überhaupt geht in dieser Vorlage. Es geht darum, dass man Ausnutzung überkommt, mehr Nutzung, aber dass man im Gegenzug nicht mehr den Markt darf spielen, also quasi eine Art eine Abschöpfung. Das heisst, dass der Regierungsrat in einer Verordnung bestimmen, was der Mietzins ist. Das ist ein ziemlich massiver Eingriff ins Grundeigentum, wenn der Staat sagt, was der Mietzins ist. Also der Staat würde in Zukunft sagen, was dann sogenannt preisgünstig wäre? Genau, der Regierungsrat. Und das übrigens über den ganzen Kanton. Und darum finde ich auch das Argument mit der Gemeindeautonomie finde ich doch ziemlich speziell. Das kann nicht im Interesse von der Gemeinde sein, dass der Kanton ihnen quasi die Mietzinspolitik vorschreibt. Und zum anderen werden ja Belegungsvorschriften müssen erlassen werden. Das heisst, Gemeinden müssen dann sagen, auf wie viele Menschen, auf wie viele Quadratmeter leben. Abgesehen davon, dass das für mich wirklich ein extrem planwirtschaftliches Instrument ist, finde ich, wenn man das freiwillig einführen will, wenn das Genossenschaften machen und selber kontrollieren, dann kann ich das akzeptieren. Aber wenn der Staat auch im Privateigentum sagen, dann kontrollieren die Polizei? Also, Gemeinden. Ja, also Gemeinden müssen das kontrollieren. Ich bin eigentlich ein bisschen überrascht. Oder? Also erstens einmal, Belegungsvorschriften fordert gerade die FDP ziemlich explizit, auch bei Genossenschaften, was ich übrigens auch unterstütze. Ich finde, alle die direkt oder indirekt von der öffentlichen Hand etwas profitieren, wenn sie bauen, die sollten auch irgendwo durch eine gewisse Regeln erfüllen. Oder? Also zum Beispiel, dass sie, wenn sie in einer 5,5-Zimmer-Wohnung sind, dass sie dann dort nicht alleine drin wohnen. Oder? Ich finde, das nicht richtig, dass in einer Genossenschaftswohnung auch in einer Genossenschaftswohnung, dass jemand alleine in einer 5,5-Zimmer-Wohnung drin wohnt, finde ich nicht richtig. Und ich bin eigentlich erstaunt, dass das jetzt von der Gegenseite eigentlich in dem Fall jetzt auf einmal nicht mehr eine Rolle spielen soll. Dann zum Zweiten, ich muss immer schmunzeln, es wird immer eben das vierte Geschoss, oder? Also 3 Geschoss kann man heute bauen, dann dürfen wir ein neues viertes Geschoss und dann in dem vierten Geschoss, das wäre dann die günstige Wohnung. Oder? Ist gut, das ist ein schönes Beispiel, aber kein realistisches. Also machen wir ein realistisches Beispiel. Wir haben eine Überbauung mit mehreren Blöcken und die sind langsam alt. Die muss man erneuern. Inhaber ist wer auch immer. Oder es kann eine Pensionskasse sein, kann ein Privater sein, es könnte auch eine Genossenschaft sein. Und die wollen jetzt neu bauen. Und die wollen ein bisschen grösser bauen, ein bisschen höher bauen, also was sie eigentlich erwünscht ist. Also nicht renovieren, sondern abreißen. Abreißen, ja. Viele Wohnungen aus den 60er Jahren zum Beispiel, die entsprechen nicht mehr den heutigen Bedürfnissen. Sie haben kleine Balkone, zu wenig grosse Nasszellen, vielleicht gar keine Balkone. Und all das führt dazu, dass die Leute sagen, wir möchten gerne abreißen, neu bauen und auch ein bisschen grösser bauen.
Und jetzt eben sind wir ja im Zeitalter, wo wir nicht mehr in die Breite bauen, sondern eher verdichten, wie man so schön sagt. Und darum finde ich das auch also nichts als mehr richtig. Wollen, sagen Sie. Haben Sie wirklich das Gefühl, die Leute wollen das? Wenn man so lust auf der Straße, ja, ja. Ist es nicht ganz so einfach mit dem Verdichten? Nein, also, das ist nicht einfach. Die Leute scheuchen das. Ich glaube nicht, dass die Leute das momentan schon wollen. Aber Sie haben selber gewisse Signale gesetzt dafür. Wir haben in Kanton Zürich vor etwa 2 Jahren Kulturlandinitiativen angenommen. Die hat eigentlich Siedlungsgebiet eingefroren als Effekt. Die Annahme von dieser Kulturlandinitiative, die ich übrigens bekämpft habe, zusammen mit der Frau Walkerspäh, die hat eigentlich dafür gesorgt, dass jetzt Siedlungsgebiet nicht mehr grösser gemacht werden kann. Und dann gibt es nur noch, wenn man nicht mehr in die Breite gehen kann, dann nachher und braucht man keine... Und Bevölkerungsentwicklung anschauen, kann ja. Man einfach nur noch in die Höhe und unsere Bedürfnisse, oder? Sie wohnen auch nicht mehr in einer 80 Quadratmeter Wohnung, vermutlich ich auch nicht, oder? Wir haben auch alle ein bisschen andere Bedürfnisse als noch vor 40 Jahren, also werden die Wohnungen ein bisschen grösser, die Bevölkerung wächst, weil Zürich ein attraktiver Ort ist. Also müssen wir doch irgendwo den Wohnraum zur Verfügung stellen. Und wie es nicht in die Breite geht, geht es in die Höhe. Also ist eigentlich der Gedanke, dass man ein bisschen grösser und ein bisschen höher baut, ist aus meiner Sicht folgerichtig. Was braucht man dafür? Man braucht einen Entscheid von der Gemeindeversammlung oder vom Gemeindeparlament, dass man etwas höher bauen darf. Und wenn die Gemeindeversammlung das beschließt, jawohl, man darf etwas höher bauen auf dem Grundstück oder man darf da Wohnen machen statt Gewerbe oder statt Industrie, dann wird das Land mehr wert. Und genau in dieser Situation, das ist die Idee von dieser Vorlage, genau in dieser Situation dürfen wir dann einen Anteil an günstigen Wohnungen festlegen. Jetzt kann der Inhaber zum Beispiel sagen, gut, ich habe 5 Häuser und ein Haus mache ich günstige Wohnungen und die anderen sind frei. Nur schnell, wenn wir das bei diesem Beispiel jetzt bleiben, ist es heute nicht möglich, dass man so einem Fall würde sagen, einfach unter dem Gedanken von dem Verdichten, dass die Gemeindeversammlung auch ohne das Gesetz sagt, da ja, darf man ein 40-Geschoss bauen. Absolut, das hat heute auch funktioniert. Ja, und übrigens der Gestaltungsplan, der ja so Spezialplanung ist, der sehr oft dann angewendet wird, wenn man noch mehr verdichten, als eben Bau- und Zonenordnung erlaubt, ist eigentlich auch ein Erfolgsmodell. Und hat ja gezeigt, dass man die Wohnungen baut. Die Unlogik an dieser Argumentation von Philipp Kutter ist, dass er völlig negiert, dass es gar nicht mehr interessant ist, die Investitionen zu tätigen. Ich rede immer mit Ausnahmen von den Genossenschaften, die sich selber beschlossen haben, gemeinsam, dass sie auf die marktübliche Rendite verzichten. Investoren. Ein privater Investor, der nicht mehr kann nach dem Markt funktionieren und eine marktübliche Rendite machen, der aber sehr viel Geld muss aufwenden für ihre Planung, für Architekturwettbewerb und so fort, der wird sich doch nicht ernsthaft mit dem Gedanken können anfreunden, dass nachher der Staat ihm den Mietzins diktiert. Das muss im Grundbuch übrigens eingetragen werden, das ist also eine rechte Belastung. Und dass die Gemeinde ihm nachher Belegungsvorschriften auferlegt und die Belegungsvorschriften auch durchsetzt. Das kann nicht im Interesse auch von der Wirtschaft sein und auch letztlich auch von der ganzen Entwicklung. Ich möchte einfach sagen, noch zum Thema Genossenschaften. Warten Sie schnell, wir kommen gerade zu den Genossenschaften. Nur wie Sie gesagt haben, kann man denn heute nicht schon das 4. Geschoss geben? Natürlich, aufzonen kann man heute schon. Oder? Aber was man nicht kann, wenn ich jetzt geschwind bei meinem Beispiel bleibe, man kann nicht sagen, hör mal von diesen 5 Häusern, die du machst, eins sollen günstige Wohnungen sein. Das kann man nicht. Das ist eigentlich das Neue an dieser Vorlage. Und was Walkerspäh sagt, dass der Investor nachher nicht mehr interessiert ist, das sehe ich gar nicht. Er hat immer noch 4 Häuser, wo er voll Geld verdienen kann. Nur bei dem einen Haus hat er eine weniger hohe Rendite. Er hat immer noch Rendite. Es gibt ein Beispiel. Aber im Fall. Es gibt in der Schweiz. Ich komme gerade zu den Genossenschaften, aber jetzt noch zum Bier ein Beispiel bleiben. Das gehen Sie jetzt einfach davon aus, dass das für den Investor gleich interessant bleibt? Oder haben Sie ein konkretes Beispiel, dass einer gesagt hat, ja, klar, okay, ich baue jetzt 4 Häuser, da kann ich meine Rendite selber bestimmen. Und da bei dem einen sagt jetzt zum Beispiel die Stadt Wädenswil, wie es zu laufen hat. Das gibt es tatsächlich. Ja, man kann heute, also es ist heute schon so, dass man bei grösseren Überbauungen eben muss man immer, wenn man jetzt einen Gestaltungsplan macht, hat man immer gewisse Auflagen von der öffentlichen Hand, oder? Also man sagt zum Beispiel, die hat man heute schon. Hat man heute schon, aber nicht im Bereich vom Wohnen. Zum Beispiel sagt die Gemeinde, hören Sie, Sie können da eine grössere Überbauung machen, aber wir möchten gerne einen öffentlichen Weg durch Ihr Areal. Oder wir möchten gerne, dass Sie einen Anteil Läden machen, oder an der Straße entlang und so weiter. Und all die Auflagen, die tut man immer so auslegen, dass es sich am Schluss für den Investor immer noch lohnt. Weil es braucht am Schluss
immer noch, es muss immer noch irgendetwas rausschauen, hinten rechts für den Investor. Sonst baut er nämlich einfach nicht. Und, das ist, und die Initianten, also nein, beziehungsweise die Gegner, die unterstellen, dass man am Investor alles würde aufdoktroyieren. Das ist nicht so, das ist nicht zu erwarten. Am Schluss wird es Lösungen geben, die für beide Seiten etwas bringen. Der Investor wird genug können verdienen, sonst baut er nicht. Und die Gemeinde oder die Öffentlichkeit wird etwas bekommen, sonst sagt sie nicht ja. Das ist das Ziel dieser Vorlage. Und, das ist aber auch, und darum ist die Vorlage auch wichtig für das Thema Verdichtung, das Sie vorher gesagt haben. Auf der Straße ist es schwierig. Die Leute, die hier wohnen, die wollen doch gar nicht, dass es grössere Häuser gibt. Die wollen oder? Nicht zwei Stück auf ihrem Haus drauf haben. Oder auf dem Haus vorne dran. Ja, natürlich nicht. Also, wie machen wir die Verdichtung jetzt ein bisschen mehrheitsfähiger? Wie machen wir sie ein bisschen sozialverträglicher? Man lässt sich ein bisschen mitreden. Man lässt sie mitreden und sagt ihnen, schaut mal, es gibt hier zwar neue Wohnungen, aber es gibt auch Wohnungen für normale Leute. Peng, und schon haben sie ein Jahr der Gemeindeversammlung. Also diese Vorlage ist auch eine Unterstützung für das Verdichten. Also so einfach ist es noch nicht, oder? Also sie haben noch kein einziges, also als Gemeinde, wenn sie können, wenn sie bei einer Annahme das Mitspracherecht haben, die Zonen können einzonen, wo sie sagen, da gibt es preisgünstig noch nicht. Sie haben noch keine einzige Wohnung gebaut, bis dorthin. Oder? Also so einfach ist denn das Jahr ja dann nicht überzukommen, wenn man sonst so schaut, wie schwierig das zum Teil ist an Gemeindeversammlungen. Ja, das Jahr ist dann mal, also gibt es einfach ein Baurecht dort und dann auf dem Areal kann dann nachher gebaut werden, in dem Sinn von dem Entscheid. Ja. Und weil es ja schlussendlich auch für den Investor aufgeht, das muss man immer im Auge behalten, wird dann auch gebaut und dann werden auch die günstigen Wohnungen kommen. Also der Philipp Kutter hat den Investor im Auge und es soll sich für den auch lohnen, sonst investiert er nicht. Das ist den Initianten völlig klar. Also da muss man gar nicht aufs Parkett steigen, sondern es ändert sich eigentlich nicht. Nein, ich meine, wir wollen ja in dem erfolgreichen Kanton Zürich. Wir wollen einen erfolgreichen Mix. Wir wollen können Wohnungen haben in diesem Kanton Zürich. Wir wollen aber auch Arbeitsplätze haben. Wir wollen schöne und gute Infrastrukturen haben. Das kann uns nicht gleich sein, ob jetzt der Investor noch das Interesse hat an diesem Kanton Zürich oder nicht. Und schon gar nicht im Wohnungsbau. Und ich meine, das ist eine Behauptung, dass das gleich funktioniert. Es gibt ein Beispiel in Genf, wo man ja das auch staatlich geregelt hat mit einem kantonalen Gesetz, wo belegt, dass es eben das Gegenteil wird bewirken. Das heisst, in diesen Zonen, also wo Kanton Genf hat das so, hat wie wir es jetzt darüber abstimmen. Etwas Ähnliches. Es hat sogenannte Entwicklungszonen, das mag auch noch weitergehen, aber es sind Entwicklungszonen, wo der Mietzins staatlich reguliert wird. Und das heisst, ganz konkret, dass die Investitionen dort nicht mehr stattfinden. Die Häuser werden noch so knapp unterhalten. Und das heisst auch, und da gibt es eine Studie von der Universität Zürich, dass sich außerhalb dieser Zonen Bautätigkeit massiv ausgedehnt hat. Also hat sich wie verlagert aus diesen Zonen raus. Das sieht man auch physisch an den Baukränen an. Aber das Entscheidende ist, dort sind die Mieten explodiert. Die sind also überproportional angestiegen. Das heisst, der Markt hat das wegkompensiert. Da gibt es keinen Markt mehr, also schaue ich den Markt auf der anderen Seite wie in einer Kompensation. Und das muss ich sagen, das will ich nicht für den Kanton Zürich. Der Markt kann funktionieren und er funktioniert zusammen auch mit den Instrumenten, die wir geschildert haben. Und der Eingriff, der jetzt stattfindet, der dem Kanton Zürich droht, der tönt jetzt eigentlich Genfer probieren das schon wieder rückgängig zu machen. Ja, also vielleicht noch, Ich kenne das Beispiel Genf auch. Ich habe mich auch mit dem befasst. Und das ist dort also, das ist eine ganz andere Schuhnummer. Und ich finde das Beispiel, ich will nicht, was Genf hat. In Genf ist es so, dass sie Mietzinsvorgaben haben, ohne dass es gleichzeitig einen Mehrwert gibt. In Genf ist es so, dass der Kanton ein Vorkaufsrecht hat. Für alle Leute, die jetzt da gerade ein bisschen das schnell gegangen ist, bei uns wäre es so, es würde nur gehen, wenn. Es würde nur gehen, wenn gleichzeitig der Boden mehr wert wird durch einen Entscheid an der Gemeindeversammlung. Also oder? Aufzonung oder eine Umzonung. Einzonungen gibt es fast nicht mehr. Aber Umzonung heisst von einer Nutzung in die andere. Ein altes Fabrikareal, die Fabrik ist nicht mehr da. Und man entscheidet sich, man macht da jetzt ein Wohnen. Oder? Mhm. Jetzt müssen Sie wissen, wenn Industrieland hat irgendwie 500 Franken wert der Quadratmeter. Das ist jetzt irgendein Durchschnittspreis, ist nicht überall gleich. Eine Wohnzone hat 1500 Franken wert der Quadratmeter. Das heisst, mit dem Entscheid an der Gemeindeversammlung wird das Land von dem Besitzer dreimal mehr wert. So weit mal die Rechnung. Und jetzt sagt man, ein Anteil, und das wird ein kleiner Anteil, auf dem Areal von diesen neuen Wohnungen soll bitte günstig sein. Dann ist es vielleicht nicht dreimal mehr wert, das Land, sondern es ist vielleicht
2,5 Mal mehr wert. Und jetzt, wenn die Gegner mir weiss machen, den baue ich dann nicht. Natürlich baut der. Das geht für den immer noch auf. Und das ist eine Win-Win-Situation. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich auch ein bisschen überrascht bin, wie da der Widerstand sich formiert hat. Weil aus meiner Sicht ist das, wenn man es praktisch anschaut, eigentlich ein Gewinn für alle Beteiligten. Also ein Gesetz für den sozialen Frieden, tönt ein bisschen aus Ihrer Argumentation heraus? Ja, er argumentiert das für den sozialen Frieden. Er behauptet, das gebe mehr Durchmischung. Ich sage, es wird weniger Investitionen geben, es wird weniger Wohnungen, die werden gebaut werden, und es wird eine Art Entmischung geben. Es wird eine Zweiklassengesellschaft, da die mit den Vergünstigten, da die einen normalen oder ortsüblichen Mietzins zahlen müssen. Und man muss auch sagen, was das bedeutet im Vollzug. Also man kann sagen, wenn der Regierungsrat bestimmt, was der Mietzins ist, dann ist das zu übernehmen. Aber für Gemeinden bedeutet das einen enormen Mehraufwand. Ich meine, eine Regulierung, die man macht, die soll auch vollzogen werden. Das sind wir auch also wir, schuldig. Da braucht es eine richtige... Was kostet das Wädenswil? Oder würde das kosten, Wädenswil, wenn die Vorlage kommt? Also man muss... Das ist nicht immer ein Bereich, wo man muss beziffern. Also ich werde da nicht eine neue Stelle schaffen für das. Man muss sicher, wenn man jetzt so eine Überbauung hat und weiss, da hat es jetzt ein Haus, wo nach dem Regime läuft, dann wird man gelegentlich einmal eine Stichprobe machen. Das stimmt, oder? Alle paar Jahre mal schauen, ob der Mietzins, der vorgegeben ist, das wird ja wahrscheinlich ein Band sein, oder? Das wird ja nicht ein Frankenbetrag sein. Ob der noch eingehalten ist. Vielleicht kann man es auch so regeln, wie es heute viele Genossenschaften regeln. Die tun nämlich ihren Mietzinsspiegel in ihren Jahresbericht offenlegen. Das ist die einfachste Möglichkeit. Also, ja, also ich weiß. Ein riesiger Verwaltungsaufwand. Nein, also den sehe ich nicht. Also, das er wird nimmt das einfach schon gar nicht ernst von Anfang an, oder? Weil ich meine, wenn man eine Gesetzgebung ernst nimmt, dann schaut man auch dafür schauen, dass das umgesetzt wird. Und dann kann es nicht mehr schauen, dann mal ein bisschen alle paar Jahre, ob denn da der Mietzins ein bisschen stimmt oder nicht. Ich meine, das ist nicht unbedingt für mich ein seriöser Vollzug. Also du als Gemeindepräsident. Das machen wir doch an vielen Orten so, dass man wenn ich mir vorstelle, bei diesen vielen hundert Wohnungen, die dann da ja hoffentlich trotzdem entstehen würden, muss ja sicher eine Gemeinde genügend Ressourcen zur Verfügung stellen, um das zu kontrollieren. Und jede Kontrolle kostet. Das ist nicht gratis und das wird wieder verteuert. Das verteuert das Bauen. Und jetzt muss ich schon sagen, Bauen heute in der Schweiz, aber insbesondere im Kanton Zürich, das ist eine teure Angelegenheit. Das kostet sehr viel Geld und es ist sehr reguliert und man muss sehr viele Auflagen erfüllen, damit man überhaupt am Schluss ein Bauwerk hat. Und für mich wäre es eigentlich besser, man würde das ermöglichen, was heute zum Teil ja brach liegt, dass man würde sagen, dass man Dachgeschoss nutzen kann. Wieso darf man nicht in einem Dachgeschoss, das da ist, wo die Hülle da ist, eine Wohnung einrichten? Man hat dieses ungeheures Potenzial nur schon bei dem, aber ohne, dass man jetzt wieder in den Markt eingreift und sagt, ja, die Dachwohnung darf man dann nur quasi mit einer Spezialmiete belegen. Also vielleicht einmal Vorschriften abbauen statt Vorschriften im Aufbauen wäre auch ein Beitrag für günstige Wohnungen. Sie nicken, Herr Kutter, das wären Sie dafür zu haben, für solche Ideen? Ich habe das, was Sie gesagt hat, voll unterschrieben. Ich finde auch, dass man so können Dachgeschoss zum Beispiel mehr ausbauen. Ich bin auch der Meinung, dass beim Bauen außerhalb der Bauzone zum Beispiel, ist ein sehr ein strenges Regime. Auch dort könnte man ein bisschen lockerer damit umgehen, damit auch oder außerhalb der Bauzone heisst eigentlich im Landwirtschaftsgebiet. Oder dort darf man praktisch nichts mehr machen. Und ich finde, auch dort ist man eigentlich zu streng. Und Abbau von Vorschriften, ja. Ich bin mit der Carmen Walkerspähe ja politisch sonst in vieler Meinung. Und auch da bin ich dabei. Das ist so. Es ist einfach jetzt in dem konkreten Fall, haben wir einen Bedarf. Also, aber dann kommen wir nochmal zurück. Wir haben einen Bedarf, das streiten Sie auch nicht ab. Wir haben zu wenig günstige Wohnungen. Man muss zum Teil wahnsinnig anfangen pendeln, vom Arbeiten zum Wohnen, weil das Wohnen einfach am Arbeitsort nicht mehr zahlbar ist für viele. Das ist ja etwas, wenn man Mobilität anschaut, möchte verringern. Also was machen Sie dann, damit man die preisgünstigen Wohnungen trotzdem überkommt, ohne staatliches Diktat? Einfach das Bauen der Baugenossenschaften überlassen? Ja, ich muss schon sagen, dass Baugenossenschaften schon eine wichtige Funktion haben und eigentlich ein Erfolgsmodell sind und auch sehr, sehr viele Wohnungen zur Verfügung stellen. Aber immer noch zu wenig, offensichtlich. Und das finde ich,
Ja, ich finde, sie hätten zum Teil auch noch mehr Möglichkeiten auf ihren Areal. Also wenn ich sehe, was Baugenossenschaften zum Teil für grosse Areale haben, wo sie zum Teil zum Beispiel nicht nutzen dürfen, weil sie unter Schutz gestellt sind oder aus anderen Gründen nicht weiterkommen, dann hätten die Potenzial. Und dann könnte man noch viele Wohnungen machen. Auch Baugenossenschaften sind sehr reguliert mit dem Baurecht. Und jetzt ist für mich einfach die Frage, können Sie das nicht auf einem ordentlichen Weg machen? Auch eine Bau- und Zonenordnung ist ein demokratischer Entscheid. Kann das Stimmvolk mitreden? Auch bei einem Gestaltungsplan kann man mitreden. Das ist auch der demokratische Weg. Warum müssen die Baugenossenschaften sich denn so etwas noch mit so Auflagen verbinden lassen, dass bei den Baugenossenschaften neu auch der Staat den Mietzins diktiert und Belegungsvorschriften kontrolliert? Das kann ja nicht in ihrem eigenen Sinn sein. Das heisst, wir tönt Baugenossenschaften bürokratisieren. Wir reden den Baugenossenschaften drin. Wir gehen bis und mit Bewohnern von diesen Genossenschaften gehen wir kontrollieren vom Staat, wie viele jetzt da wirklich in diesen Wohnungen leben. Und das finde ich schon auch als Liberale den komplett falschen Ansatz. Baugenossenschaften sollten selber können und eigenverantwortlich das durchführen. Ich bin sehr, dass sie auch dann die Belegung kontrollieren. Also doch, ja. Zum Beispiel auch ein Vermögensverhältnis zum Beispiel abklären, dass dann wirklich die dort wohnen, die das auch brauchen. Das finde ich, ist konsequent, wenn man auf den Markt verzichtet. Aber die Vorlage, die wir jetzt reden, die sieht zum Beispiel, was Vermögensverhältnis anbelangt, gar nichts vor. Da muss nur geregelt werden, der Mietzins, Belegung. Es darf eben günstig sein, aber dass die Leute, die dort drin sind, dann auch wirklich das brauchen, dass sie auch darauf angewiesen sind, das regelt die Vorlage nicht. Und darum ist es für mich auch, es ist einfach nicht zusammendenkt, zusammenhängend, und es ist auch nicht zusammendenkt. Und das heisst, da werden dann wieder Missbrüche stattfinden, man wird sich aufregen, dass die Falschen in den Wohnungen wohnen. Und das finde ich einfach der falsche Weg, für überhaupt das Problem zu lösen. Also da wird schon der Teufel an die Wand gemalt, aber ich will nur noch sagen, die Vorlage sieht nur noch sagen, die Komponenten überhaupt nicht vor. Man muss sich entscheiden, oder? Also entweder man sagt, man will in vergünstigten Wohnungen, egal wer sie baut, ob jetzt Genossenschaft oder Private, entweder man sagt, man will dort eine gewisse Sicherheit, dass die richtigen Leute drin wohnen, dann muss man auch eine gewisse Kontrolle haben. Aber bin ich fest überzeugt, das lässt sich auf eine einfache Art lösen, und das braucht keinen grossen Aufwand und es braucht keine Mietpolizei, und das sind alles natürlich gute Begriffe, die sich in einem Abstimmungskampf natürlich, die braucht man da, oder? Weil man will ja seine Position klar machen, aber die sind völlig überzeichnet. Ja, ich will lieber wissen, wie bringen wir es an, dass ein ausgelehrter Handwerker mit einem Lohn vielleicht von 5'000 Franken, zwei Kinder, braucht eine 4,5-Zimmer-Wohnung, 5'000, vielleicht sind es auch 5'500, wie kommt der zu einer zahlbaren 4,5-Zimmer-Wohnung? Das würde mich interessieren. Und das bringen und das wir ist her, mein Problem. Wenn wir die Vorlage annehmen? Da machen wir, es ist kein Patentrezept, aber wir machen den Schritt in die Richtung, und natürlich gibt es noch andere wichtige Ansätze. Viele Gemeinden, die Land haben, wenn sie Land haben, oder? Das ist dann, wenn Gemeinden Land haben, dann stellen sie oft Land zur Verfügung, um einen politisch gedämpften Preis irgendwo an eine Genossenschaft weitergeben im Baurecht, und die baut dann eine Überbauung. Das ist eigentlich der klassische Weg, wie Gemeinden schon seit Jahrzehnten versuchen, aktiv zu sein im Wohnungsmarkt. Und das langt einfach nicht? Das langt nicht, ja. Weil Gemeinden zu wenig machen oder zu wenig Land haben? Weil sie zu wenig Land haben. Das Land ist auch nicht mehr. Das Land ist entweder bebaut oder es gehört nicht der Gemeinde. Ich denke, das ist etwas zu kurz jetzt argumentiert. Ich meine, die Attraktivität von einer Gemeinde oder auch von einer Stadt, das ist ja nicht etwas, wo zack da ist oder zack nicht mehr da ist. Das ist ein Prozess. Das ist ein politischer Prozess auch, wo eine Gemeinde umfassend macht. Mhm. Was hat sie für Zonen, fürs Wohnen, fürs Gewerbe, für Arbeitsplätze? Was hat sie für eine Infrastruktur? Wie ist der öffentliche Verkehr? Wie ist der Privatverkehr? Hat sie Kinderbetreuungsplätze? Hat sie nicht? Wie ist die Schulqualität? Wie ist der Steuerfuss? Das ist eine umfassende Frage. Und dem muss sich eine Gemeinde schon stellen. Absolut. Und diese Aufgabe muss sie erfüllen und nicht am Schluss, wenn irgendetwas nicht funktioniert hat, nachher sagen, oh, jetzt müssen wir halt regeln, jetzt müssen wir halt da vorschreiben, dass man da nicht mehr kann, den Markt spielen lassen. Ich möchte doch darauf hinweisen,
Auch die Stadt Zürich hat übrigens einmal eine Landflucht, es hat mal eine Landflucht gegeben. Also es war nicht immer so, gewesen, so dass alle in die Stadt kommen. Das ist auch ein Resultat von einer Politik, die man auch aktiv bewirtschaftet hat. Und darum ist das einfach, einfach sagen, wir machen jetzt hier eine Vorlage, geben jetzt hier ein bisschen Nutzung, dann nehmen wir aber gerade den Mehrwert wieder weg und glauben dem, dass es funktioniert. Es ist ein Nebeneffekt vom Erfolg, oder? Das ist eigentlich der Punkt. Ich möchte noch einen Aspekt ansprechen. Wir sind schon fast am Schluss von dieser Sendung. Und zwar ist immer die Angst auch mit dieser ganzen, dass dann dort quasi preisgünstiger Wohnraum heisst, Sozialwohnungen heisst, auf der einen Seite für den Investor nicht attraktiv, auf der anderen Seite das andere Argument ist, so kann die Gemeinde Sozialkosten ein bisschen probieren einzudämmen, weil Mietkosten einen grossen Posten ausmachen von diesen Sozialhilfekosten. Als Gemeindepräsident, was sagen Sie da einem Investor? Also wir reden da nicht über Sozialwohnungen, das sage ich einem Investor. Sondern Wieso nicht über Sozialwohnungen? Weil die Wohnungen werden in einem Segment, wo wir suchen, sind in einem Segment mittelständisch. Ein bisschen günstiger, aber man darf nicht die gleiche Rendite haben wie auf dem normalen Wohnungsmarkt. Aber man darf zum Beispiel ein bisschen mehr Rendite haben als eine Genossenschaftswohnung. Und der soziale Wohnungsbau, also wirklich die Leute, die Sozialhilfe beziehen, das ist nochmal eine Etage tiefer, was die Wohnungspreise anbelangt. Ist das etwas, wo Sie das Gefühl haben, das kann man dann so trennen, wenn es dann so käme? Nein, so nicht trennen. Ich muss aber schon sagen, also wirkliche Sozialpolitik ist dann auch eine gezielte Unterstützung auch von diesen Leuten. Und das ist nicht einfach eine Mietpolitik, oder? Das muss man schon sagen. Ich denke, da sind wir jetzt halt wieder in dieser umfassenden Politik. Das muss man sich schon bewusst sein, wenn man in einem Segment, sei das im teuren Wohnungsbau, ausschließlich oder nur im günstigen Wohnungsbau oder sogar im sozialen Wohnungsbau Vermehrung macht und das Angebot vergrößert, ein Zeichen setzt. Oder? Das ist ein bewusster Akt und dem muss man natürlich auch Konsequenzen tragen. Wie das zum Teil steht, müssen tragen, oder? Wo dann sagen, ja, jetzt stimmt es mit unserem Gesamtgefühl nicht mehr. Ich glaube, es braucht halt alles, oder? Es braucht den Mix und es braucht auch Arbeitsplätze dazu. Es muss jemand auch Steuern zahlen, dass eine Gemeinde überhaupt eine Infrastruktur hat. Und das ist halt nicht auch so einfach, wie das jetzt da die Vorlage suggerieren, dass einfach haben wir denn das Problem also gelöst. Einfach ist das Problem sicher. Einfach ist das Problem sicher nicht. Das kann ich aus meiner Kurzer Zeit. Als, Satz, ja, also einfach ist das Problem nicht. Das kann ich Ihnen aus meiner Arbeit als Stadtpräsident wirklich bestätigen. Man braucht die gute Wohnungen für die guten Steuerzahler, aber was das Problem ist, wenn man nur noch solche hat, dann hat man keine Wohnungen mehr für Mittelstand und für die Leute, die zum Beispiel in den Handwerksbetrieb arbeiten. Und dort möchten wir gerne ein bisschen mehr haben davon und diese Vorlage würde helfen. Am 28. September wissen wir mehr. Danke vielmals für den Besuch hier bei uns in der Sendung. Sollen die Gemeinden in Zukunft in gewissen Gebieten eine bestimmte Anzahl günstige Wohnungen können vorschreiben? Am 28. September stimmt die Zürcher Stimmbevölkerung über die Änderung des Bau- und Planungsgesetzes ab. Pro und Contra diskutiert haben die beiden Zürcher Kantonsräte Carmen Walker-Speer und Philipp Kutter. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Jetzt im Anschluss gerade das Aktuellste aus der Region im Zürich-Report. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Unterhaltung. Wiederschauen miteinander. Zürich konkret ist Ihnen präsentiert worden von Domoreisen. domoreisen.ch